Hallo Welt, da sind wir wieder. Wir bauen noch etwas weiter. In der Dunkelwasserbaustelle. Das ist aber auch mal eine Baustelle hier. Oh, es ist ganz schön dunkel, ha? Wir haben oben noch etwas zu tun. Wir brauchen noch etwas Energie hier oben. Und zwar für unser... Wo ist es? Hier. Wetterwechselgeschoss-Teil. Konstrukt. Mal sehen, was wir hier noch eingelagert haben, was wir da nutzen können. Ach, von denen hier haben wir gar keine mehr eingelagert. Das ist aber schade. Ich möchte nämlich nicht hier oben vom Rekrutierungsfunkleitstrahl den Strom nehmen, denn ich vermute mal, dass wir den irgendwann mal ausschalten werden. Aber diese Teile, die sehen doch auch recht hübsch aus, wenn man die hier hinstellt. Sehr schön. Ja, da müsste man schon massig von den Teilen aufbauen, damit es sehr schön aussieht. Oh Mann, oh Mann. Ja, dann... Ach, wir haben doch hiervon noch ein paar eingelagert, habe ich gerade gesehen. Oh, 6 Stück von diesen hier. Die sind ja schöner, aber wie man sieht auch teurer, diese Stromleitungen. Die passen irgendwie ganz gut rein. Kosten aber 2 Kupfer, 2 Keramik und 2 Stahl. Und diese hier aus dem Voltec Workshop, die kosten nur 1 Stahl, 2 Kupfer und 1 Keramik. Also sind doch etwas günstiger. Naja, wir können ordentlich bauen, also würde es bei uns jetzt darauf gar nicht ankommen, großartig. Oh, hier können wir nichts hinbauen. Na gut, dann kommt so ein Intervallschalter, nein. So ein Pylon hier in die Ecke. Das sollte funktionieren. Das schmeckt köstlich. Schön ist was anderes, aber Hauptsache es funktioniert jetzt. So, dann dürfen wir den Mörser hier noch auffüllen. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn in dieser Gegend. Diverse sortieren nach Gewicht. Und dann müsste das in der Liste ziemlich weit oben stehen. Wolkenlos 8 Stück packen wir mal rein, damit wir nicht so verschwenderisch sind. Ja, und dann testen wir das Ding einmal. Aber bei Tageslicht, das ist jetzt doch zu dunkel. Da können wir erstmal schlafen gehen die ganze Nacht. Schön im unbenutzten Bettenhaus. Ihr habt euch beschwert, ihr habt keine Betten. Und jetzt nutzt das hier oben keiner. Und so langsam können wir dann, glaube ich, auch schon die Türen einsetzen. Türen und natürlich, dann können wir auch mal gucken, ob wir vielleicht vorher sogar noch die Siedler zuweisen. Müssen wir wirklich aufstehen? Oh ja, Curry. Wir haben Hunger. Natürlich. Was wir noch anbringen können, eben schnell, finde ich, ist... Das ist besser als Coca-Cola. So ein paar Wasserspender hier.
Auf jeden Fall im Bettenhaus. Nach dem Aufstehen sind die Leute bestimmt durstig. Das schmeckt köstlich. Die sind gar nicht hier zu finden, oder? Bei den Möbeln. Und da sonstiges? Na, da ist es ja. Na gut, der hier rechts schläft in dem Bett, der wird dann morgens vielleicht immer so ein bisschen beplätschert, wenn andere vor ihm aufstehen, aber vielleicht ist das auch derjenige, der zuerst aufsteht morgens. Hatten wir hier nicht? Hier hatten wir ja auf der Etage was. Also wir müssen die jetzt nicht auf jeder Etage anbringen, aber ich denke hier vorne, da wurden doch irgendwo... Ah, hier beim Arzt auf jeden Fall. Kann man das direkt hier... Ah, schade. Ah, da kann man es leider nicht wirklich anbringen. Dann wird es in der Luft schweben, das ist nicht so schön. Aber vielleicht hier? Da kann man sich dann immer sofort da die Hände waschen. Und wo wir gerade einmal hier stehen. Die ganze Zeit denke ich schon daran, hier muss ein bequemer Stuhl hin. Hier müssen die Leute doch warten können. Wenn sie einen Termin haben und es etwas voller ist beim Arzt... Ah, das passt doch wunderbar hier. Ist doch eine perfekte Bank. Vielleicht passt noch ein kleiner Tisch daneben. Ein Regenschirmhalter oder so etwas. Für den Arzt, so schön weiß. Da wissen die doch gar nicht mehr, wie das aussah beim Arzt. Ja, doch von Bildern und so, die wissen das schon noch. Ja, das wäre mir hier viel zu neu. Für die Gegend. Das wird er, oder? Nein. Er wäre zwar auch schön, aber hier passt das jetzt optisch nicht dazu der Gegend. So, was habe ich gerade gesagt? Wir brauchen noch weitere Wasserspender. Hier sind wir fertig. Und dann wollte ich sagen, wir brauchen noch einen hier, genau. Damit sich erstmal die Barfrau hier auch die Hände waschen kann. Mal. So, dann bringen wir das hier an. Das stört hier, glaube ich, niemanden. Schön niedrig, damit die Kinder auch drankommen. Und gibt es für die Barfrau vielleicht noch etwas Schönes hier? So eine Art... Koch? Kochstelle? Dekorieren wollen wir jetzt eigentlich nicht. Aber ich glaube, wir haben sowieso ziemlich wenig Kochstellen hier. Nee. Ah, dann lassen wir das mit der Kochstelle, oder? Köstlich. Nur, da passt man auch noch. Ja, sie passt sowieso von der anderen Seite dadurch. Dann können wir das Teil eigentlich noch näher ranschieben. Obwohl, nee, sie muss ja auch hier dran und mal was köcheln für die Kundschaft. Ja, dann Getränke weiter. Also Wasser. Hier drin hättet ihr vielleicht auch ganz gerne mal etwas Wasser. Oder draußen auch für Gäste, naja, dann müsst ihr als Verkäufer immer außen rumlaufen. Mitten rein. So haben beide Verkaufsstände was davon. Hast du gut geschlafen, Schatz? Gut geschlafen, Curry. Das schmeckt köstlich.
Oben haben wir einen OP-Stuhl. Ja, das ist jetzt übertrieben. Also das geht wirklich in die Sparte Dekorationen dann, wenn wir am OP-Stuhl jetzt auch noch was hinstellen. So die anderen Sachen, die sind vielleicht ganz praktisch. Wenn man da mal was einkauft, kann man da auch gleich was trinken, wenn man Durst hat. Hier haben wir auf dieser Etage sowieso was zu trinken. Naja, dann geht man einmal um die Ecke und dann hat man da auch was. Aber hier wäre das vielleicht doch schon ganz wichtig, was anzubringen. So, da jetzt haben wir aber auch super viel Möglichkeiten, sich hier die Hände zu waschen, beziehungsweise hier was zu trinken aus den Wasserspendern. Labortisch. Na, da gehört eigentlich so ein Teil daneben direkt. Falls man sich mal verätzt oder so, dann kann man das da gleich abwaschen. So, das Labortischbettchen und das Fenster, schön. Wow, aber da kann auch der aus der Bar kann hier auch schlafen. Vielleicht gibt es ja nachher Dekorationen noch. So, Vorhänge fehlen. Also ich meine, man könnte viel hier mit Vorhängen abhängen. Damit sie so ein bisschen Privatsphäre haben, obwohl wahrscheinlich kennen die das gar nicht. Ja, das ist doch schön. Nein, mit Tischen und so fangen wir jetzt erst gar nicht an. Das geht alles in die Richtung Dekorationen. Wir haben also einen Kochherd aufgebaut, sogar mehrere. Zwei sind hier und eine Laborstation. Wir haben noch keine Powerrüstungsstation und wir haben auch keine Rüstungswerkbank und auch keine Waffenwerkbank. Ich glaube, drei Laborstationen haben wir sogar. Oder was haben wir hier? Hier steht ein Bett. Oh, sonst steht hier gar nichts mehr. Aha. Eine Waffenwerkbank. Ja, soll ja schon so ein bisschen dazu passen. Also Sinn ergibt das Ganze nicht so viel, was wir hier machen. Wir müssen immer von einer Station zur nächsten laufen. So ein paar Schritte, oh wie gemein. Aber es soll ja auch ein bisschen zu dem passen, was hier angeboten wird. Also hier ist die Waffenverkäuferin, dann kann sie hier ja eine vernünftige Waffenwerkbank auch gleich in der Nähe ihres Geschäfts haben. Ja, die ist ganz schön groß. Die sind beide ganz schön groß. Das hier reicht. Da kommt sie auch noch dran vorbei, wunderbar. Könnte sogar noch ein bisschen Platz sparen da nach links. Passt, oder? Passt. Ich behaupte, das passt. Die Schneiderei hätte ich dann hier irgendwo ganz gerne. Die Rüstungswerkbank, genau. Ja, da kann sie dann gleich draußen beim Kunden stehen und denen das zubereiten, was sie da so haben wollen. Oder der Kunde repariert hier eben selber mal seine Sachen. Ja, sehr schön. Ja, besser wäre es natürlich, die ganzen Sachen so zentral wie möglich alle in einem kleinen Raum ringsrum zu bauen. So braucht man nicht immer viel hin und her zu laufen. Allerdings ist das hier auch ganz gut getrennt. Das heißt, man kann ja wirklich an der Rüstung nur die Rüstung herstellen und an der Waffenwerkbank Waffen. Nur es ist ja nicht so, dass man jetzt, um eine Rüstung zu bauen, irgendwie zwei Waffen bräuchte. Dann würde es mehr Sinn ergeben, die Sachen alle
beisammen zu haben. Aber so, vielleicht auch. Vielleicht auch, weil man irgendwo in die Siedlung kommt und sich denkt, ja, jetzt wollen wir hier reparieren. Unsere ganzen Sachen auf Vordermann bringen, also Rüstung und Waffen. Und dann muss man eben doch von Etage zu Etage laufen. Oh, wie gemein. Naja, da könnten wir ja hier im Hotel so einen Gemeinschaftsraum machen, wo dann alles gleich drin ist. Ghoul-Dame. Ich habe hier eine Bar für dich. Sicher. Und eine Sache, die wir auch immer ganz gerne zum Schluss dann noch hinstellen, fällt mir gerade auf, haben wir noch gar nicht gemacht, um die Moral zu steigern. Haben wir ja auch noch etwas. Und das sind diese Teile. Die Spielautomaten. Die bauen wir zum Schluss auf, damit die Leute nicht die ganze Zeit sich freuen und reden, wie toll sie die Spielautomaten doch finden. Okay, da kann man rausgucken. Ich dachte, wir stellen hier mal eine Wand zu, irgendwo. Hier zum Beispiel. Und ich weiß gar nicht, ob die Spielautomaten überhaupt was einbringen. Also die docken jetzt dummerweise nicht aneinander an. Sehr schade. Das käme jetzt hier gerade sehr gelegen, wenn sie es tun würden. Ja, natürlich. Das darf ruhig ein bisschen mehr sein. Gleich am Eingang hier, dann wissen die gleich, wo der Hammer hängt. Das wäre doch super, wenn die Spielautomaten richtig viele Kronkorken auch noch bringen würden. Hier den Händlern aus Bunker Hill stelle ich auch noch ein, zwei Dinger da rein. Nur eins reicht eigentlich. Die müssen ja auch mal gewartet werden, die Teile. Wie viele sind das immer, die hier ankommen? Naja, einige. Weil ich gerade überlege, dass wir denen auch mal ein Bettchen hier reinstellen. Ja, wir wollen es denen ja nicht zu bequem machen, sonst kommen sie aus der Siedlung hier nicht mehr raus am Ende. Aber ein schönes Bett. Finde ich, können die ruhig haben hier. Ja, und ich mag die Doppelbetten nach wie vor. So zwei Betten nebeneinander. Da hat man viel Platz. Zum Gedankenaustausch. Ein bisschen eng ist es schon geworden hier drin. Naja, Platz für einen Tisch haben wir jetzt nicht mehr. Nicht so schön jetzt. Ja, der erste Spielautomat für die Händler aus Bunker Hill steht. Für die Hotelgäste auch, das erste Teil.
Ja. Also ich behaupte mal, das reicht. Bis die den Spielautomaten gefunden haben, naja, vielleicht stellen wir doch lieber hier vorne noch ein, zwei hin. Boah, da machen die aber immer hier Krach. Man kann einfach nicht verlieren hier. Na, die werden schon finden. Genau damit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht's gut. Da gibt's nichts als Ärger. Bleibt gesund, bleibt munter und bis zum nächsten Mal. Tschüss.